Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zur Water Baby Challenge. Es ist soweit, die Party des Jahres, würde ich einfach mal so dreist behaupten, steht an. Die womöglich dramahafteste Party, die wir je geschmissen haben. Jelena. Oh mein Gott. Daisy. Wenn ich an Party denke, denke ich an Jelena. So ist das. Daisy schmeißt die Coverparty mit ihren verflossenen und neuen, ich glaube nur verflossenen Loverboys und Lovergirls. Und es wird dramahaft werden, diese Folge. Ich freue mich schon sehr. Ich bin so gespannt auf die Gefühle, die Daisy brechen wird und wie die Leute darauf reagieren und bin einfach auch sehr, sehr happy, dass wir dann auch alte Flammen wiedersehen und mit denen interagieren können. Jelena ist ja schwanger vom guten Weihnachtsmann bzw. Väterchen Frost. Sie ist im zweiten Trimester in 7 Stunden, heißt sie ist jetzt gerade so ein bisschen schwanger, sieht man ja, ein bisschen schwanger. Und ansonsten haben wir noch die gute Malu. Malu ist ja auch arbeiten bei Sie wird auf jeden Fall am Montag ausziehen können. Sie ist schon ausgezeichnet. Heißt, da müssen wir nicht viel machen mehr. William und seine Schwester Rosalie, die sind Zweiergrundschüler. Die haben ja schon das Schülerprojekt gemacht. Sehr gut. Alicia, bist eine Seniorin. Ich komm nicht klar. Alicia. Aber du bist doch noch nicht so lange Seniorin, oder? Nee, ich glaube nicht. Das bringt mich jetzt ein bisschen aus dem Konzept. Okay. Ansonsten für die Coverparty weiß ich nicht ganz genau, was ich da noch brauche. Sicherlich irgendwie so Cover-Sachen, aber ich weiß nicht. Da weiß ich nicht, was das ist. Deswegen gucken wir mal. Cover-Wurzel, Cover-Schüssel. Cover-Schüssel, vielleicht das. Da, guck. Gibt Cover-Schüssel. Die Schüssel muss auf eine Theke gestellt werden. Wenn du frische Kava-Wurzel besitzt, sind die Zubereitungskosten niedriger. Aber du kannst den Kava auch ohne diese Wurzel zubereiten. Wie mit der Magie der Inseln von Sulani. Okay. Dann stellen wir die hier hin. So, da steht sie. Vielleicht haben wir dann schon alles sogar für die Party des Jahrhunderts. Gut. Aber die Kids, die Drillinge... Du schläfst, du kannst doch auch mal schlafen und du schläfst auch mal bitte. Danke, du schläfst. Oh, wir haben nicht genug Betten für die Kinder. dann kannst du dich doch mal ein bisschen frisch machen. Du hast ja alles geputzt, meine Liebe. Oh, du bist müde. Du kannst ja im Bett deiner Mutter schlafen. So, dann haben wir alles so ein bisschen aufgeteilt. Und du, meine Liebe, kommst mal bitte raus, holst mal die Post und begrüßt Alicia. Hey, meine Liebe, wie geht's dir? Du hast ihren Geburtstag verpasst. Du bist die beste Freundin von ihr. Oh. Natürlich ist übernommen. Oh, die beiden. Erzähl ihm mal von der Party, die du gleich schmeißt. Ich weiß nicht, ob ich sie eingeladen habe. Ich glaube nicht. Kannst auch gerne bleiben, Alicia. Da bleibst du bei der Party der Nation auch noch da. Es geht gleich los. In dem Moment kriegen sie einen Anruf, dass wer gestorben ist. Ihr wollt mich verarschen, oder? Okay, Moment. Mats ist gestorben. Ach Gott, aber Gott sei Dank hat sie sehr viele glückliche Moodlets, dass sie nicht traurig ist. Aber alle anderen sind halt traurig, logischerweise. Ey, gleich zum Partystart, ne? Das ist ja schwierig. Schwierig. Naja, meine Liebe, zieh dich mal ein bisschen um. Mama, Party-Outfit bitte. Da sind Gäste. Hallo, Servobot. Und Inele, hallo. Danke mal fürs Kommen. Oh mein Gott, Milo. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen, Milo. Und du bist benommen. Das freut mich natürlich sehr. Erstmal machen wir natürlich eine Runde mit all den Leuten, die hier sind. Wir haben doch auch noch Vlad eingeladen, oder? Oder bin ich doof? Naja, vielleicht hat er keinen Bock, weil ein Werwolf da ist. Kann's verstehen. Megan, du konntest mich nicht mehr schwanger machen, heißt, ne? Oh, Vlad ist da und er... Vlad beschwert sich auch sofort. Okay, was machst du da? Nee, hört mal auf. Sag mal alle Hallo, Kava. Es ist Trinkzeit, Leute.
Trinkt mal. Das ist quasi der Alkohol, wenn man so will. Kannst du denn zuprosten? Kann ich Vlad zuprosten? Ben ist da, ich hab's genau gesehen. Ben kann ich auch nicht mehr hinzufügen. Ben, ja, Ben. Du wirst hier Part sein von diesem Drama, sag ich dir. Gäste einladen, Kava zu trinken. Nochmal. Hallo, trink mal mehr. Leute, trink mehr Kava. Sehr gut. Du willst noch zuprosten? Moment, das machen wir. Erstmal ist wichtig, dass wir hier Gold bekommen. Und dann geht's weiter. Dann geht's richtig dramamäßig los, Leute. Ich freue mich schon auf Drama. Milo. Prost ihm bitte zu. Ja. Auf die beste Party. Er sagt auch, danke für die Einladung, meine Liebe. Lange nicht mehr von dir gehört. Und jetzt geht's natürlich los. Wir haben Gold, also das haben wir abgeschlossen. Dementsprechend, Lu, wie wär's, wenn wir ein bisschen rummachen vor allem? Und wir uns vor allem bedanken für die Drillinge, dass wir es endlich geschafft haben. Okay. Na, wer sieht's? Hallo? Leute, was denkt ihr denn, was hier gerade hier vor sich geht? Mach mal Werteküssen. Oder weiß jeder, dass es gar nicht ernsthaft ist? Wir haben doch hier einen Servobot. Vlad ist in love mit uns. Megan ist doch in love mit uns. Hallo? Vlad, reg dich nicht so auf. Wir küssen dich jetzt auch. Hier, wir küssen einfach alle. Auch wenn du anscheinend ihn nicht mehr magst, aber er ist ein Vater unserer Kinder. Also küss ihn doch mal. Daisy, Konzentration. Und? Reagiert jemand? Hallo? Ich will Drama! Hä? So, ich küsse dich jetzt. Ich küsse hier alle. Leute, ich küsse euch alle. Milo, komm her. Oh, okay. Ist da gerade wieder was aktiv, was ich bloß nicht gewusst habe? Moment. Ben flirtet auch gerade. Milo macht mit Lu rum. Das kann ja eigentlich nur eins bedeuten. Okay, geh mal raus. Ich möchte jetzt wissen, ob das da drin ist. Weil dann ist es ja gar nicht dramahaft. Dann haben wir quasi eine Swingerparty veranstaltet. Könnte... Ich wollte nicht, das wäre voll Anstein. Ich schwöre euch, das war nicht meine Intention. Ich meine eine Drama-Party. Freie Liebe. Das ist ja mein Timing, ey. Mein Gott. Ah, hier ist meine Swinger-Party hier. Guckt euch das doch mal an. Alle haben was mit jedem. Ja, aber dann können wir doch mal noch mal was mit Milo haben. Hallo. Komm noch mal rein. Jetzt ist die Nacht. Jetzt kannst du mit jedem noch mal was haben. Du bist eh schwanger. Heißt, du kannst dich einfach mit allen noch mal anbinden. Und ich finde, Milo ist so der beste Kandidat dafür. So, weiß auch nicht wieso. Und dann machen wir einfach die Drama-Party irgendwann später, wenn... nicht, dass so ist. Milo, Konzentration. Ich will dich küssen. Achso, du willst auf Toilette. Vielleicht solltest du das tun. Aber mein Gott, ich habe so eine kleine Swingerparty hier so veranstaltet. Tschüss, Alicia. Es war schön, dass du bei meiner Swingerparty dabei warst. Danke, Milo. Mit wem kannst du eigentlich ein Techtelmechte machen? Mit einigen. Nee, aber ich möchte gerne einen anderen Techtelmechte nochmal. Zum Schluss für mich. Ihr sagt vielleicht Sandra. Reiß dich doch mal zusammen und ich sag, nee, wenn ich die Chance habe jetzt, ohne Bedenken. Milo, du solltest Augen nur für Daisy haben. Auch wenn sie instant sehr schwanger geworden ist. Aber komm. Genau. Guck mal, sie möchte auch schon gleich ein Techtelmechtel mit jemandem haben. Wie wär's? Milo hat gut performt. Milo hat gleich Zwillinge gebracht. Guck mal, das war doch schon eine richtig gute Party. Ich möchte nur, dass du schon... ja. Auf geht's! Zumindest ein Element der Swinger-Party ist dann schon mal erfüllt. Zwar nur mit Milo und Daisy, aber immerhin. Ein bisschen Techtelmechtel. Er dachte, die Geschichte mit Milo ist vorbei. Nein. Ihr solltet das mit einbedenken. Oh. William! William, geh raus!
Was hast du denn bei deiner Mutter im Schlafzimmer gemacht? A few inches later. Oh, meine, war auch so schön für dich. Bestimmt. Und die Kinder denken auch nur so, oh mein Gott, Mats ist gestorben. Es tut mir so leid. Milo muss jetzt auch los. Ist okay, Milo. Es war eine nette Nacht mit dir, auch wenn das nicht so geplant war. Aber es war nett mit dir. Hat Spaß gemacht. Glaube ich. Gut, meine Liebe, räum mal auf, bitte. Genau, mach das doch mal. Das wäre ganz herzallerliebst, wenn du das tun würdest. Aber dass genau in diesem Moment freie Liebe aktiv war, ne? Das kann man sich nicht ausdenken. Guck mal, du bist müde. Du kannst doch mal ins Bett gehen. Was ist das denn hier? Schwierig. Komm mal her. Wird abknödeln, genau. Und dann... Warum hast Rosalie das schon gemacht? Mann, Rosalie, du bist viel zu ambitioniert. Du solltest das nicht machen. Das sollte ein Bruder von dir machen. So. Wunderbar. Das ist doch toll. Guck mal, wie du das machst, Malu. Machst du wunderbar. Hey, du. Komm hier runter, bitte. Bevor Rosalie wieder was macht. So. Und du musst noch eine Kokosnuss essen. Ja, dann müssen wir los eigentlich, ne? Und eine Kokosnuss nehmen. Zur Not nehmen wir alle Kinder. Wir nehmen einfach alle Kinder da mit. Außer Malu, die muss ja arbeiten. Wenn die ihre Sache hier fertig haben, das Schulprojekt, dann nehmen wir alle Kinder mit für die Kokosnuss. Dann essen alle Kinder mit Daisy eine Kokosnuss. Oh, es ist auch Halloween. Seht ihr mal. Habe ich nicht vergessen. Können alle sogar in Kostüm langlaufen. Guck mal, wir können hier auch noch Kürbisschnitzen machen. Kürbisschnitzerei. So, da packen wir einfach mal 3 hin, dass ein paar Kids von denen schon mal loslegen können. Komm mal her und schnitzen mal einen Kürbis. Hier machen wir den hier. Du machst einen Katzenkürbis. So, und die machen jetzt den Kürbis. Das habe ich natürlich nicht vergessen, dass da irgendwie Halloween gerade ist. Mir war die Kokosnuss gar nicht wichtiger. Malu macht es sehr gut, muss man sagen. Sehr, sehr gut. Dann, Daisy, wenn du durch bist, kannst du ja dann Forrest helfen. Fortsetzen bitte. Mach mal zu Ende. Warum machst du es nicht so? Du machst es auch, glaube ich, nicht zu Ende. Doch. So. Und dann können wir das hier hinsetzen. Guck mal. Guck mal. Und dann kannst du auch ein Kostüm anziehen. Mach mal Würstchen. Mach mal ein Würstchen. Sehr gut. Dann, was machst du da? Hast du auch. Mal im Inventar platzieren. Dann kannst du hier einen Kürbis hin tun. Vielleicht nicht in die Wand, genau. Aber dann hast du es auch. Dann machst du auch bitte Kostüm tragen. Ja! Du machst das auch. Dann haben wir hier auch gleich das Weitere. Was ist das denn? Naja, William, man kann nicht alles machen, ne? Man kann nicht alles schaffen. Haben wir auch Großmeister Yoda, genau. Und wie sieht das hier eigentlich aus? Mein Gott. Sehr gut, Forrest. Sehr, sehr gut. Dann kannst du auch hier weitermachen. Und Malu, du musst das auch noch machen. So. Zack. Und Daisy, du musst auch ein Kostüm tragen. Du wirst ein Schurke. Das passt doch sehr gut zu dir. Okay, das sieht gar nicht so, das sieht gar nicht nach einem Schurken aus, aber gut. Weiß Bescheid. Guti, dann platziere das mal bitte im Inventar, dass du hier ein bisschen aufräumst. Und danach musst du auch noch einen Kürbis schnitzen, meine Liebe. Dann hast du auch das durch. Da hat jeder ein super Halloween. Weil das ist uns wichtig. Und natürlich die Kokosnuss. Die Kokosnuss dürfen wir auch nicht vergessen. So, da ist doch auch ein Kürbis fertig, ne? Pansy, hättest du dich mal anstrengen können. Pansy Schmansy. Dann auch im Inventar platzieren. Und dann fehlt nur noch die gute Daisy. Du machst bitte eine Eule. Ihr macht das nochmal in Orange. Macht, was ihr wollt. Weil wir gehen gleich los und kaufen eine Kokosnuss. So, du hast noch kein Kostüm. Trag ein Kostüm. Trag ein Würstchen. Du hast auch noch kein Kostüm. Du musst auch ein Kostüm tragen. Trag auch ein Würstchen. So. Aber du machst eine gute Eule, meine Liebe. Ich will eine gute Eule sein. Süße und Saurus war ja immer ein bisschen kaputt. Deswegen, also ich habe noch keine anderen Kinder gesehen, die hier waren. Guti, dann sind ja alle ready, ne? Dann geht's auf Kokosnuss essen! Kokosnuss essen an Halloween. Das ist neueste Tradition, falls ihr das noch nicht wisst. Ab jetzt! Immer Kokosnüsse essen. Wo ist denn so ein Laden? Ich weiß es halt nicht. Am Strand? Da muss es doch einen bestimmten Laden geben, oder? Stimmt, gehe ich jetzt genau in so ein falsches Ding.
Aber wir nehmen alle Kinder mit. Das ist challenge-konform. Und sagen hallo, Leute. So, dann habt mal viel Spaß, ne? Leute, ihr könnt gerne was machen, was ihr immer wollt. Eure Mutter hat eine andere Mission. Okay, wo bist du? Laden. Hier ist was. Hier ist eine Kokosnuss. Wo ist Kokosnuss? Darf ich Kokosnuss? Kokosnuss. Aber auch irgendwo muss doch hier eine Kokosnusspalme sein. Ganz ehrlich. Kann ja nicht sein. Hier, guck mal. Nee. Was ist mit der? Sieht auch noch Kokosnusspalme aus. Guck mal, da sind auf jeden Fall Früchte dran. Kokosnuss. Hier dürfen wir nicht hin, weil Schokolade, ne? Genau. Weil Schildkröte. Aber es interessiert uns gerade nicht so sehr, sondern was uns interessiert, ist Kokosnuss. Strandzubehör kaufen? Sonst geht er mal hin. Vielleicht können wir auch eine Kokosnuss da kaufen. Vom Automat. Ich meine, warum nicht? Was ist hier? Auch keine Kokosnuss. Ich glaube, langsam gibt es keine Kokosnuss mehr. Wo ist Kokosnuss? Mann! Wo kriege ich eine Kokosnuss her? Kann auch nicht so schwer sein, eine Kokosnuss zu bekommen. Und alle jetzt gerade in den Kommentaren, Sandra, bist du dumm? Muss da und da hin. Und ich sag, was? Guck mal, Kokosnussbaum, wild. Ja, warum ist er denn noch nicht durch? Nee, Megan, gar keinen Bock gerade. Ich suche nach einer Kokosnuss. Hat Priorität. Aber die sind ja auch nicht durch. Irgendwo muss ich die doch bestellen können. Jasmin, nee, wir suchen immer noch nach einer Kokosnuss. Hast du eine Kokosnuss für mich? Weil Kokosnuss hat Vorrang. Oh, da gibt's eine Ananas. Okay, you know what? That's close enough. Just hold tight. Kokosnuss! Für die ganze Familie. So, wo ist die Kokosnuss? Da ist die Kokosnuss. Ist die Kokosnuss. So isst man keine Kokosnuss. Kokosnuss gefunden. Strandgut sammeln, essen, grillen oder rösten. Okay. Wir sind ja da jetzt da. Das ist doch super. Kannst doch hier hingehen. Leute, habt Spaß. Ihr seid am Strand. Guck mal, zusammen am Strand nach Muscheln suchen. So, macht mal alle zusammen. Habt mal ein bisschen Spaß hier, Leute. Genau, legt mal los. Die ganze Familie sucht jetzt nach Muscheln. Wer zuerst eine Muschel hat, hat gewonnen. Forrest hat gewonnen. Danach kam Rosalie. Weitermachen. Alle weitersuchen. Genau, weitermachen. So, Malu, was hältst du davon, wenn du dich sonst? Und bitte Sonnencreme auftragen. Das ist wichtig, meine Liebe. William legt sich einfach so hin. Alle haben bestimmt einen schönen Tag. Was machst du denn hier? Okay, guck mal, Rosalie. Kannst doch mitspielen. Weiter geht's. Meine Liebe, weiter geht's. Du musst weiter Strandgut sammeln. Deine Kids interessiert das gar nicht. William, schläfst du eigentlich? Ja, ist eingeschlafen. Malu, ja, ist gut. Du kannst doch hier auf Toilette gehen. Dann Strandgut sammeln. Weiter geht's, meine Liebe. Strandgut sammeln. So, also ganz erfolgreich bist du nicht, ne, meine Liebe. Ja, gut, okay. Eigentlich, okay, wir machen das so, bis du 5 hast. Bis du 5 hast und dann könnt ihr alle nach Hause. Ey, meine Liebe. Alicia, hi. Ach Gott, ich komm nicht klar, dass sie eine Seniorin ist. Sehr gut, 5 von 10. Haben wir geschafft, ihr Lieben. Ihr habt das sehr gut gemacht. Es geht jetzt nach Hause. Es ist ja auch schon spät. Die Party, ey. Ich dachte, das wird eine Drama-Party. Alle hassen sich danach. Und dann lieben sie sich ja alle einfach. Kann man sich nicht ausdenken. So, habt ihr eigentlich die Skills? Level 2. Okay, habt ihr alle. Das ist wichtig für die Schule. Dann könnt ihr zumindest auch mal alle schlafen gehen, weil es ist schon ein bisschen spät. So, Schrank gut sammeln. Weiter geht's, meine Liebe. Mach mal 10 von 10 voll. Das wäre ganz gut. Augen von Sulani. Nicht Strandskulptur, nein, nein. 8 von 10. 9 von 10. Lisi hat etwas Pranja. Und das ist Trash. Ja, so, weil faul. Okay, ich verstehe. Ja, würde auch sagen, das ist Trash dann. Oh, hi, Lukas. Hat es funktioniert? Freundlich vorstellen. Hör mal auf, bitte. Hi, Lukas. Kann ich dir jetzt was geben? Sie ist zumindest nicht. Würde mich nicht wundern, dass es nicht funktioniert. Hat bisher nie so richtig funktioniert. Was machst du da? Warum bist du gleich so gemein? Er ist traurig. Daisy. Okay, geht das jetzt? Süßes. Ja.
Ciao. Guck mal, jetzt haben wir auch das Moodlet. Große Süßigkeitsspender. Weil wir nett sind. Und ich räume hier währenddessen ein bisschen auf. So ein Deal, oder? Guck mal, 1 von 10. 9 von 10 haben wir auch noch. Daisy, du musst draußen schlafen. Ist das okay? Mach mal ein Nickerchen. So. Währenddessen... Okay, doch kein Nickerchen machen. Okay. Ja, ist das doch. Ich räume hier schon auf, meine Liebe. Du musst gar nichts machen. Guck mal. Ist jetzt alles rein, weil ich so gut helfe. Guck mal, und jetzt ist dein Sohn da aufgestanden, kannst du da ins Bett gehen. Wir müssen hier ein bisschen umdisponieren. Wir haben halt so viele Kinder hier. Es geht sonst nicht anders, meine liebe Daisy. So. Aber es ist halt 23 Uhr. Was willst du denn schon wach? Forrest, du kannst doch gar nichts machen hier mitten in der Nacht. Schwierig, Forrest. Du kannst halt auch nur sitzen hier. Wie sieht's mit deinen Skills aus? Hast du schon irgendwo Level 4? Nein. Heißt, du kannst doch mal hier ein bisschen spielen. Mach das doch mal. Es ist sehr merkwürdig, Lou, dass du um Mitternacht hier vor der Tür stehst. Ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, du bist da, genau. Kannst es auch machen. Dann kannst du auch mit ihm noch spielen, mit deinem Bruder. Halloween war erfolgreich. Sehr gut für alle. Sie räumt auf. Das ist sehr gut. Marlo im Haushalt zu haben, ist sehr, sehr gut. Sehr hilfreich. So, und dann kannst du doch mal ein bisschen chatten. Kannst nicht chatten? Ja, du stinkst auch ziemlich wild, ne? Ja, ja. Kannst du hier baden. So, dann kannst du doch mal hier aufstehen, schlafen gehen nochmal. Wie sieht es bei dir aus? Du kannst noch was essen. Hallo, ich habe gesagt, du sollst was essen. Was machst du? Warum hörst du nicht auf mich? So, ihr hört alle nicht auf mich. Ist okay. Ist einfach okay. Ich will auch nicht auf mich hören. Und dann kannst du weiter wieder was grillen, meine Liebe. Mama Churrasco. Was auch immer das ist. Wann? Oh, ist schon im dritten Trimester, die Liebe. Oh, oh. Okay. Müssen alle gleich in der Schule sein. Zack. Kannst auch gleich gerne was essen, meine Liebe. So, zack. Was ist denn hier wieder passiert? Oh, mach mal das. Genau. Rudi, wie wäre es, wenn du weiter grillst? Hier, Forrest, aufstehen. Schulzeit. Mach mal grillen weiter. Mach mal das Bestreben zumindest weiter. So, fleißig lernen. Fleißig lernen. Fleißig lernen. Fleißig lernen. Fleißig lernen. Was machst du? Geh mal bitte in die Schule, Malu. Nee, nee, nicht weiter chatten. Und fleißig lernen. Sehr gut. Wie viel musst du noch grillen? Noch ein paar. Und du musst noch Strandgut sammeln. So, weiter grillen, meine Liebe. Haben wir auch gleich wieder was, ein paar Dinge im Kühlschrank. Ist sehr, sehr gut. Erhöht Verantwortung. Das nehmen wir immer. In der Haltungsbranche? Nee, du, Manuel. Das ist gar nicht von mich. Mein Gott, das klingelt ja auch die ganze Zeit nur. Okay. Noch einmal was grillen, meine Liebe. Und dann noch was finden. Dann haben wir alles. Dann haben wir auch das nächste. Ja, ist gut, Telefon. So. Dann können wir Rechnung bezahlen, Post holen. Gut, sehr gut, Daisy. Hast du fein gemacht. Hast du gut gemacht. Dann kannst du bitte Strandgut sammeln. So, und dann sind wir ja schon echt weit gekommen mit dem Bestreben. Yay! Strandhöhle erkunden und verborgenen Schatz finden. So, Moment. Strandhöhle ist... Okay, das weiß ich ungefähr, wo es ist. Und dann besuche einen Strand, klicke darauf und wähle die Interaktion am Strand nach Muscheln suchen. Sims können auch an einer roten Tauchboje im tiefen Wasser ein Schatzwerkzeug kaufen, mit dem sie nach einem Schatz freitauchen können. Ha, also wir müssen jetzt irgendwie so einen Schatz finden. Ich glaube, tauchen ist ein bisschen einfacher. Weil ich glaube, sie kann das bestimmt wieder schwanger nicht. Würde mich wundern, wenn sie das auf einmal könnte. So, aber ich würde sagen, bevor die Kids dann aus der Schule kommen und wir Marlo dann sicherlich ausziehen lassen müssen und Rosalie und William sicherlich zu Teenager werden lassen, werde ich diese Folge beenden. Was war das denn bitte? Ich habe mit einer Drama-Party gerechnet. Es war dramahaft, aber es war dann auf einmal ein Swinger-Party-Club-Treffen. Habe ich so auch nicht gedacht, aber wir hatten mal wieder was mit Milo. War das für mich vor allem? Ja. Habe ich mich gefreut? Ja. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Nächstes Mal gibt es dann Väterchen Frostkinder und dann geht es weiter mit Kindermachen. Vielleicht mit Bruno, vielleicht mit wem anders. Wir kennen ja auch noch ein paar andere Kandidaten, deswegen mal gucken, mit wem wir dann was haben. Aber ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, Kommentar da und folgt mir gerne. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann! Thank you.